Hallöchen, Hallöchen. So, jetzt wissen wir einfach, wo unsere Problemzone liegt und jetzt schauen wir uns einfach die ganzen Kleinigkeiten an, die wir auch unbedingt beachten sollten. Ja, es geht darum, einfach mal eine Ordnung reinzukriegen in das Leben und natürlich auch zu strukturieren und vielleicht manche Dinge, die wir nicht mehr brauchen, zu entsorgen. Heute geht es darum, dass wir gezielt aufräumen. Aber das nicht nur das Aufräumen, sondern uns einfach zu fragen, tun mir diese Gegenstände, die ich habe, noch gut oder gehören sie eher in die Entsorgung? Also es gibt manchmal Gegenstände, die man sehr, sehr lieb hat, weil wir das als Geschenk bekommen haben und die wir natürlich gerne mögen. Aber es gibt auch Geschenke, die will man eigentlich gar nicht haben, ja. Da sagt man, wie konnte derjenige mir nur das schenken? Es passt ja gar nicht zu mir. Aber derjenige besucht mich ja immer wieder und naja, soll ich es jetzt entsorgen oder doch lieber aufbewahren? Und das ist genau dein Thema, wo du empfinden kannst, ja, das ist noch mein Gegenstand und das ist nicht mein Gegenstand. Die erste Regel des Aufräumens oder des Neustrukturierens deines Zuhauses geht darum, alles darf bleiben, was du liebst. Also alle Gegenstände, die du gern hast, die du schon immer lieb gewonnen hast, die du geschenkt bekommen hast, die tolle Erinnerungen haben und die du sehr, sehr liebst, die dürfen natürlich bleiben. Dinge, die du sagst, okay, die haben schlechte Erinnerungen an mich. Die waren mal gut, aber immer wenn ich mich daran erinnere, kommt diese schlechte Begebenheit oder vielleicht auch Dinge, wie konnte ich nur dieses kaufen oder was hat mich da geritten oder das war ja mal modern, aber jetzt ist es eigentlich total out. Also wenn du sowas empfindest, dann solltest du diesen Gegenstand erstmal in eine Kiste packen und sagen, gut. Diese Dinge werde ich entsorgen. Entsorgen kann man natürlich das auch sehr positiv. Also ich gebe es als Geschenk weiter oder ich frage Freunde, ob sie diese Dinge brauchen oder ich werde sie einfach spenden, wie zum Beispiel Kleidung oder vielleicht auch Spiele oder Kindergegenstände, wo man sagt, okay, das Kinderbettchen brauchen wir nicht mehr, wir geben es jetzt weiter. Also das heißt, Ordnung schaffen, ausstrukturieren und da gibt es den ganz wichtigsten Tipp. Bitte nicht alles auf einmal, sondern geh Schritt für Schritt. Nehme dir vor, heute ist es genau diese Schublade. Hier brauche ich diese Gegenstände und diese Gegenstände brauche ich eigentlich nicht mehr. Also das heißt, du solltest dir bewusst machen, was du noch haben möchtest, was wirklich für dich ganz wichtig ist und was du wirklich entsorgen solltest. Ganz schlimm ist es bei mir mit den Büchern. Ich liebe ja alle meine Bücher, besonders meine Feng Shui-Bücher. Aber auch da gibt es ein Kriterium. Es muss es wert sein, dass es in meinem Buchschrank landet. Also manche Bücher sind es einfach nicht mehr wert. Die habe ich gelesen und weiß einfach, nee, das, was da drin steht, ist entweder überholt oder geht überhaupt nicht in meine Auffassung oder ich habe es gelesen, es war sehr einfache Lektüre, ich brauche es kein zweites Mal zu lesen, ich gebe sie weg. Und bei uns gibt es hier in meinem Ort einen kleinen Kasten, da kann man die Bücher reinpacken und andere Menschen können sich wieder diese Bücher nehmen und dann auch lesen. Und das finde ich also eine ganz gute Idee, wenn man was entsorgt. Entsorgen, dass ein anderer Mitmensch noch irgendetwas davon hat. Ja? Vielleicht interessiert sich der andere eben genau für diesen Punkt, der bei dir schon längst out ist. Also, wichtig, nicht nur beim Kriterium des Feng Shui, behalte alles, was du liebst und schaue vorsichtig, ob du manche Dinge einfach weggeben kannst. Beachte auch, dass nicht alles auf einmal entsorgt wird, sondern dass du Schritt für Schritt durchgehst. Nehme dir jeden Tag eine kleine Aufgabe. Was weiß ich, zum Beispiel eine Woche lang das Wohnzimmer. Und dann wirklich Schritt Nummer eins, die ersten zwei Schubladen, Schritt Nummer zwei, die zweiten Schubladen. Denn wenn du kleine Schritte gehst, wird viel mehr entsorgt, als wenn du dann sagst, ach, ich habe gar keine Zeit, ich packe das wieder rein, ja.
Also das ist auch ganz wichtig. Und bei deinem Kleiderschrank solltest du übrigens genauso vorgehen. Alles, was du schon längere Zeit nicht mehr getragen hast oder vielleicht was auch gar nicht mehr passt, weil du rausgewachsen bist, nicht nur vom Alter, sondern vielleicht auch von der Größe, ja, solltest du auch getrost weitergeben. Es gibt dann wieder was Neues. Manchmal ist wirklich weniger mehr. Also achte darauf, alles, was du liebst, darf ja natürlich bleiben, ja. Also dir einen wunderbaren Aufräumtag und alles Gute, deine Petra.